Halli. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Watch Dogs 2. Wie gemalt, Verbrecherjagd. Ja, jetzt haben wir nur noch Spiegelglas. Wir müssen ins Hackerspace. Weit? Weit. Weit, weit, weit. Was könnte denn da sein? Was könnten denn für Probleme sein? Ich verstehe nicht. Ah, die Bullen, die Bullen, die Bullen. Wollen wir mal einen Bullenwagen klauen? Na. Ah. Das mache ich am Ende des Spiels. Dann klaue ich einen Bullenwagen. Oh ja. Ich hätte sowas nie mitgekriegt. Oh. Er macht kaum was, ne? Für mich auch. Also
sind unsere Zahlen falsch. Ich meine, ich kann den ganzen Kampf ja wirklich verstehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir gefällt der Story-Hintergrund wesentlich besser als bei dem ersten Teil. Ich meine, bei dem ersten Teil ging es wieder um Rache und alles so drum und dran. Eigentlich so ein typisches Ubisoft-Ding, ne? Aber hier geht es einfach darum, eine Botschaft zu senden, sich nicht mehr alles gefallen zu lassen, nicht mehr ständig beobachtet werden zu wollen von irgendwelchen Typen und alles drum und dran. Also die Botschaft hier stimmt viel, also es gefällt mir einfach wesentlich besser hier. Es ergibt einfach viel mehr Sinn. Gut, da klar, das mit der Rache ergibt natürlich auch Sinn. Klar, ich würde auch Rache wollen. Aber das ist, weiß ich nicht, so. Ich hätte auch keinen Bock darauf, mich ständig irgendwie kontrollieren zu lassen. Und überleg mal, nur weil du zu oft Pizza isst, wird deine Krankenkassenbeiträge werden erhöht. Und so wirst du ausspioniert. Du darfst dir im Leben eigentlich gar nichts mehr gönnen. Und da läuft doch dann irgendwas falsch in der Gesellschaft. Und wenn es dann wirklich solche Hacker gäbe, die sich dafür einsetzen, dass das unterbunden wird. Wow. Das war ich jetzt aber nicht. Dass das unterbunden wird, dann wäre ich total froh. Was ist das? Okay. Ich denke, ich muss hier hoch. Ah, hier kann ich auch noch rein. Ja, du hast hier im Supermarkt 5 Tüten Chips gekauft. Ich kann es nicht mehr hören. Bin ich hier gerne gesehen? Ja, bis jetzt schon. Kein Problem. Irgendwer prügelt sich gerade. Ach ja, ich muss erst nach oben und dann, ich muss erst da hoch. Da hoch. Boah, wer prügelt sich denn da? Und oben ist bestimmt gesperrt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, sie hört sich echt an wie die Synchronstimme von Merida. Aus dem Disney-Film. Aber irgendwie so, irgendwie auch wieder nicht.
Nein. Oh Gott. Oh nein. Fuck. Oh. Wie denn? Okay, das Polizeiauto haben wir eher geklaut. Ich brauche ein Motorrad, ich komme so nicht schnell weg.
Jetzt nicht mehr. Scheiße. Oh, meine Nase. Oh, fuck. Oh. Puh. Wo kann ich damit abfahren? Ich würde fahren. Alter Schwede gerade, ey. Boah, war das heftig. Alter, war das heftig. Ich habe doch gesagt, mit dem Motorrad bist du nicht nur schneller, sondern du bist auch wendiger. Es ist... Okay, und ich habe das wahrgemacht, was ich gesagt hatte. Wir klauen ein Polizeiauto. Ich hatte gar keine andere Möglichkeit. Ich habe überlegt, was wäre jetzt besser? Einfach jetzt bleiben und schießen, in der Hoffnung, irgendwie dann rauszukommen, oder einfach rausrennen und, ja, flüchten. Ich nehme immer ganz gerne den direkten Weg. Sorry, ich muss hier rein. Hat da gerade einer gefurzt? Und wie schön, dass er sich bei mir entschuldigt. Dabei habe ich ihn doch umgerannt. Aber er kann nicht uns gemeint haben. No, no. Cool. Ernsthaft?
Ach, bitte, lass nicht, dass die beiden zusammenkommen. Erkundest Welter. Titten, hi. Eieiei, das ist echt cool. Wo sind wir hier? Das gefällt mir. Was ist das?
Toll. Also diese Puppen und diese Gedichte dabei war echt cool. Hat schon was gehabt. Wer bist du? Oh, und hier ist sowas wie eine Hochzeit oder was? Jo, wie geil ist das denn bitte? Das fand ich jetzt einfach nur passend. Und du hast sie definitiv nicht mehr alle. Schöne Skulptur. Hier tanzen sie alle. Ja. Nur ich komme hier nicht durch.
Oh, nackter Männerpo. Und ihr seid angemalt? Und das gefällt mir hier schon eher. Nein. Was ein Lügner. Hab ich jetzt aber auch nicht probiert. Guck mal, die Skulptur ist richtig schön. Oh, ja. Sorry. Ich wollte mir doch nur die Skulptur da hinten ansehen. Huch. Okay. Machen wir noch eben das und dann höre ich auf. Oh. Scheiße. Eieiei. Ach, jetzt. Jetzt aber. Ach nee, jetzt muss der von da unten noch was kriegen. Ah, mein Gott. So? Nein! Fuck, ey. Boah, das ist gar nicht mal so einfach, ey.
Und jetzt hier. Und jetzt hier. Nein! Nein! Ach Mann! Das gibt's nicht! Ah. Nein, Mann, das funktioniert so nicht. Was? Ach, wieso jetzt denn das jetzt schon wieder? Hä? Oh, jetzt bin ich vollkommen verwirrt. Ja toll, jetzt kriege ich aber hier kein Dingens zu. Geht doch.
2 Gramm Hirnfuck, geil. Und das passt so. Warum muss ich denn mit ihm? Der Typ, weiß ich nicht, der ist irre.
Was? Ach, ja, so meine Liebchen. Ich muss Schluss machen. Und ich sage, oh, Momento. Einmal kurz warten, ob noch eine Nachricht kommt. Okay, ich sage auf jeden Fall Tschüss, bis zum nächsten Mal.